zu Matrix ein Video gemacht. Das hört sich so krank an. Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ein Tag mit einem Dealer. So läuft das Geschäft mit dem Drogen. Ist das echt oder ist das gestellt? Das will ich mal sehen. Ein Tag mit dem Dealer unterwegs. Let's go. Drogen wie Cannabis sind ja bisher in Deutschland verboten. Trotzdem kiffen ca. 4 Millionen Deutsche regelmäßig. Die müssen sich ihre Rauschmittel, also illegal, beschaffen bei Drogendealern. Aber was sind das für Menschen, die mit Drogen handeln? Ist doch schlimm eigentlich, ne? Dass Cannabis illegal ist, oder? Ist doch schlimm. Dass Leute sich das illegal beschaffen müssen. Ist doch schlimm, oder? Warum muss man den Leuten das Leben so schwer machen? Jetzt mal ganz ehrlich, warum muss man den Leuten das Leben so schwer machen? Lass die Leute doch einfach das kaufen. Mach doch einfach in Kaufland oder Aldi. Mach doch ein bisschen Gras dahin. Das ist so schlimm. Die Leute, die tun mir auch leid. Ich kann heute einen Tag lang einen Dealer begleiten, um euch Einblicke in sein kriminelles Geschäft zu bieten. Guck mal, bei Edeka und Rewe gibt es dann ein bisschen das teurere Gras. Bei Lidl und Aldi und Netto und so und Penny gibt es so das günstige Gras. Warum nicht? So, weißt du, was soll das? Wie lange warten wir schon darauf? Okay, wir sind hier gerade irgendwo mitten in Deutschland und hier treffe ich jetzt einen jungen Mann irgendwie Mitte... Und dann bei einer Tura gibt es dann Biogras. Ey, finde ich super. 20, von dem ich ehrlich gesagt nicht mal den Namen kenne. Er möchte natürlich nicht erkannt werden, aber er hat sich bereit erklärt, mich heute den ganzen Tag mitzunehmen. Also scheinbar echt. Krass, krass, finde ich krass. Der heutige Dreh wird nicht ganz einfach, denn der Dealer ist sehr vorsichtig. Um offen sprechen zu können, möchte er mit uns zu einem Ort fahren, an dem wir ungestört sind. Straight up. Du bist Kuss. Drogendealer, ne? Kann man sagen. Oder wie würdest du deinen Job bezeichnen? Ich würde es als Vermittler bezeichnen, ne? Vermittler, okay. Ich vermittle von A nach B. Und am Ende sind alle glücklich. Und was vermittelst du? Ja, also ich habe mich hauptsächlich auf Gras spezialisiert. Okay. Ich habe mich auf Gras spezialisiert. Der alte Businesshase, der macht Dropshipping mit Cannabis. Dropshipping. Er ist einfach ein Businessman. Ich habe mich auf Gras spezialisiert. Weil ich halt mit anderen Drogen meine Erfahrungen habe, aber die nicht mit anderen teilen möchte, ne? Okay, also du verkaufst nur Gras, keine synthetischen Drogen. Richtig, genau. Jeder soll machen, was er möchte. Ich will auch keinen verurteilen. Ja, klar. Aber ich will damit nichts zu tun haben. Ich distanziere mich da. Er distanziert sich. Das ist wichtig auf YouTube, dass man sich distanziert. An dieser Stelle, für den YouTube-Mitarbeiter, der später diesen Stream guckt, ich distanziere mich natürlich auch von jeglichem illegalen Konsum. Das ist eine Doku und einen Einblick hinter die Geschäften des Schwarzmarkts zu sehen. Und ich distanziere mich natürlich ausdrücklich, auch wenn ich jetzt aus Spaß natürlich gesagt habe, ja, tut's den Supermarkt. Natürlich distanziere ich mich ausdrücklich von illegalen Substanzen. Das ist ja wohl klar, ne? Gut. Wie verkaufst du das denn dann? Ich habe mich darauf spezialisiert, das im Internet zu verkaufen. Wir fangen alle mal klein an. Irgendwann wird's halt, kommt man an den Punkt, wo man umdenken muss, wie viel man bereit ist zu geben und wie viel man bereit ist auch dann zu bekommen. Also du meinst es auch so ein bisschen vom Risiko her oder wie? Richtig, genau. Hast du denn schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, so als du noch klassisch gedealt hast? Ja, richtig, genau. Das ist irgendwann so weit gegangen, dass mich die Leute dann noch einsammeln. Also eingesammelt haben und so eine Art entführt haben, nicht? Nur um halt das zu bekommen, was ich in dem Moment habe. Krass, das heißt, also du wurdest entführt, weil du irgendwie Gras verkauft hast? Ja, und leider habe ich die Erfahrung gemacht, ne, dass die Leute irgendwann, gerade wenn du dann alleine lebst, einbrechen, ne, dass sie dir die Bude einrennen, dich komplett kaputt haben. Dadurch, dass er maskiert ist und so eine getönte Sonnenbrille hat, kann ich nicht einschätzen, wie alt er ist. Ich würde ungefähr gerne wissen, wie alt er ist. Haben die es gesagt bis jetzt? Mitte 20 hat er gesagt, ach so, okay. Und das ist dir passiert? Ja, das ist mir passiert. Ne? Und auch nicht nur einmal. Das ist auch nicht nur in meiner Wohnung passiert. Das ist mir auch auf offener Straße passiert. Die kommen mit Waffen, mit Pistolen, mit Messern, sowas. Oftmals sind die Waffen natürlich auch nicht echt. Das weiß man auch. Aber auch mit einer unechten Waffe kannst du viel Schaden anrichten. Und ich war nicht mehr bereit, das in Kauf zu nehmen. Und das hast du im Internet nicht. Ne? Du bist auf Distanz, du kannst die Leute auf Abstand halten und brauchst nicht immer mit denen den Konflikt eingehen. Ja, ist auch vernünftig. Die Sache ist, im Internet zu verkaufen ist halt auch, da kannst du halt auch einfach mehr Umsatz machen. Wie willst du alleine zu 100 Kunden laufen? Aber im Internet kannst du an 100 Kunden versenden, das ist kein Problem. Drogen, die auf der Straße, ist halt einfach... Da kannst du halt nicht das große Business holen. Das große Business holst du im Internet, Leute. Ist immer so. Also würdest du sagen, dein Job als Drogendealer ist so, wie man sich das vorstellt? Also, dass man irgendwie ja, viel Geld verdient, dass man irgendwie so ein aufregendes, kriminelles Leben hat? Ja. Also, so stellt man sich das ja vor. Ja, das kann so sein, aber in den wenigsten Fällen ist das so. Ja, also, man muss auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Meistens ist es was, was mit viel Stress und viel Angst verbunden ist. Gerade wenn man weiß, dass es illegal ist, ne, und man sich auch immer irgendwie verdeckt und bedeckt halten muss.
Ja. Und ja, man bekommt natürlich auch Geld dadurch, ne? Und es ist auch nicht wenig oder viel, es kommt immer darauf an, wie viel man halt bereit ist zu geben und wie viel man bereit ist, dann auch wieder in Kauf zu nehmen. Meistens ist es aber nicht so, dass man irgendwie in schicken Autos rumfährt und in schönen Häusern wohnt. Da fährt er, der Drogendealer. Wo bekommst du die Drogen her? Die bestelle ich, wie bei anderen auch, ne? Also es geht meistens ausschließlich vom Postweg. Und klar, man hat unter der Hand natürlich auch Deals mit verschiedenen Growern, wo man dann halt auch ein gutes Produkt halt herbekommt, weil ich möchte ja auch voll hinter meinem Produkt stehen. Natürlich will uns der Dealer nicht verraten, woher genau er seine Drogen bekommt. Stattdessen nimmt er uns mit zu einem Freund, der einige Pflanzen im kleinen Stil in seiner Wohnung anbaut. Auch er möchte unerkannt bleiben. Also ein Kollege von mir hatte die ganze Wohnung voll mit Gras. In der Küche hat er immer schön das Zeug klein gemacht. Bei ihm lief richtig, mashallah. Ja, ich denke mal, ihr wollt bestimmt gerne mal reinschauen und dann werden sich die ein oder anderen fragen vielleicht. Im Übrigen. Ja, ja, genau solche Schränke hatte der auch. Nur die waren so silber, noch mit so mäßig, so Alu-mäßig. Okay. So, da sind die gute. Genau, das sind 5 Pflanzen und 3 verschiedene Genetiken. Okay, warum baust du Gras an? Relativ einfach. Ich bekomme Cannabis auf Rezept und bin Privatzahler. Und in der Apotheke ist es halt echt wirklich sehr, sehr teuer. Und der Straßenmarkt ist für mich persönlich halt keine Alternative. Warum? Dementsprechend, man weiß nicht, was drin ist. Es kann erstmal jede Sorte sein. Du weißt es nicht, was der Mensch dir erzählt, muss nicht die Wahrheit sein. Und es gibt leider auch Leute, die strecken und Co. Und das möchte ich halt nicht in meine Lungen aufnehmen. Ja, ist ja logisch. Also wenn ich jetzt gerne Gras konsumieren würde, würde ich auch lieber was selbst angebautes oder was ein Kollege von mir angebaut hat oder so nehmen, anstatt irgendwas, was gestreckt sein könnte. Ich finde auch, wenn die Legalisierung endlich mal durchbekommen, sollten die es auch so machen, dass man eine gewisse Menge an Pflanzen selber auch züchten kann zu Hause. Also dass man irgendwie, was weiß ich, 3 bis 5 Pflanzen selber anbauen kann und dann einfach seine Ruhe hat. Warum muss alles immer so stressig sein? Ich verstehe es nicht. Ja. Deswegen versorge ich mich dann eben selbst. Ab 16 kriegst du schon kastenweise Bier. Naja, egal. Das ist eine lange Diskussion. Da das ja auch keine riesige Plantage ist, sondern eher ein kleines Zeltchen, mache ich mir da jetzt auch nicht so den großen Kopf. Ich habe in der Hinsicht vielleicht ein schlechtes Gefühl, weil ich halt kriminalisiert werde. Weil letztendlich, ich tue halt nichts wirklich Schlimmes, meiner Meinung nach. Ja, sehe ich auch so. Warum darf ich nicht so einen Schrank Gras zu Hause haben? Weil es ist halt einfach, Quatsch, dass das kriminell ist. Ich mache es ja wirklich nur für mich. Ich verkaufe es nicht, ich rauche es ja wirklich selber. Das heißt, wenn überhaupt, schade ich nur mir und sonst halt niemanden. Und deswegen habe ich jetzt eigentlich kein schlechtes Gewissen. Wem erzählst du alles, dass du dealst? Meine Geschäftspartner wissen das natürlich, mit denen mache ich Geschäfte. Sonst eigentlich fast gar keine. Okay, also Freunde, Familie, denen erzählst du das nicht? Nein. Was erzählst du denen dann, was du machst? Also denen erzähle ich, dass ich halt eine ganz normale Arbeit mache, ja, ganz normalen Alltag habe. Fühlt sich das dann nicht manchmal schlecht an, irgendwie dann so ein Doppelleben führen zu müssen? Ja, natürlich. Ne? Ich würde am liebsten, wie es in Holland ist oder wie es in anderen Ländern ist, einen ganz offiziellen Shop haben. Ne, und auch ganz offiziell mit meinem Gesicht, nicht mit Maske dahinter stehen. Ja, das Problem in Holland ist immer noch nicht. In Holland ist auch noch immer noch nicht legalisiert. In Holland ist auch nur entkriminalisiert. Die sollen mal es wirklich legalisieren, Alter. Der Dealer will uns jetzt zeigen, wie so eine Transaktion abläuft. Dafür fährt er zu seinem Lager, um Ware zu holen. Wir dürfen leider nicht mitkommen. In der Zwischenzeit möchte ich von einer Strafverteidigerin wissen, welche Strafen beim Handel mit illegalen Betäubungsmitteln drohen könnten. Ich würde auch gerne wissen, was für eine Strafe bei so einem Schrank zu Hause passieren könnte. Rauch selbst auch kein Gras, aber dass es immer noch verboten ist, ist schon ein Witz. Finde die portugiesische Drogenpolitik eigentlich perfekt. Also erstmal Kalle Kuss, ich finde die portugiesische Drogenpolitik auch deutlich besser als die deutsche. Aber die portugiesische Drogenpolitik ist so ähnlich wie die holländische. Also es ist halt entkriminalisiert. Hier ist nicht nur Gras entkriminalisiert, hier sind alle Drogen entkriminalisiert. Ich fände es aber noch besser, ich sag mal diese sogenannten weichen Drogen, wie zum Beispiel Marihuana, wenn das wirklich legalisiert wäre. Nicht nur entkriminalisiert, sondern legalisiert, so wie in Kanada zum Beispiel. Fände ich noch ein Stück besser. Dann würde man halt, man wird doch keinen Schaden so. Ich habe noch nie gekifft in meinem Leben, ne? Also versteht mich nicht falsch, auch wenn ich das jetzt vielleicht ein bisschen zu positiv sehe oder wenn ihr das Gefühl habt, boah, Simon ist ja voll pro Cannabis, da täuscht ihr euch auch. Ich persönlich für mich selber, ich brauche keinen Cannabis, ich kiffe nicht, ich habe noch nie gekifft. Ich habe viele Kollegen, die kiffen regelmäßig, aber ich persönlich, für mich ist Cannabis so wie Kaffee. Viele finden, das riecht geil, das bockt so, aber ich finde es einfach nur wack. Ich trinke keinen Kaffee, ich finde den Geruch von Kaffee nicht gut und ich finde auch den Geruch von Gras, wenn Leute kiffen oder so, das ist so ein schwerer. Es nervt mich eher. Ich möchte das nicht und ich habe darauf gar keinen Bock. Aber ich verbiete niemanden, Kaffee zu trinken, obwohl Kaffee ja auch übelst aufputscht. Und ich verbiete auch niemanden, Gras zu rauchen, obwohl Gras ein bisschen
chillig macht, so, weil das sind halt einfach Substanzen, die den auf den Einfluss auf deinen Körper haben, so, sollt einfach vielleicht nicht Auto fahren damit, das ist halt einfach scheiße, ne, so, wenn ihr zu Hause im Bett liegt oder irgendwo im Garten sitzt und ein bisschen Weed raucht, dann bin ich der Letzte, der da einen Finger hochhebt, aber ich habe selber gar keinen Bock da drauf. Für mich sind Drogen generell nichts. Ich bin jemand, ich mag es einfach komplett diesen crystal clear mind zu haben, deswegen finde ich auch Kaffee nicht nice oder Energy Drinks habe ich mir auch komplett abgewöhnt, ich habe früher Mate und so getrunken, habe ich mir auch abgewöhnt, einfach weil natürlich trinke ich ab und zu noch mal eine Cola hier oder mal eine Mate oder so. Klar, ich bin jetzt nicht komplett davon los so. Aber ich finde, ich möchte nicht meinen Körper ständig unter irgendwelchen Substanzen setzen, die mich entweder aufputschen wie Kaffee oder runterholen oder dies oder das. Ich möchte einfach den Durchblick haben. Und deswegen fühle ich mich besser, wenn ich keine Drogen nehme. Was es in dem Bereich so gibt, ist vielleicht so ein Jahr, was dann auch noch zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Und bei größeren Mengen und bandemäßigen Handel treiben, da geht es dann 8-9 Jahre ins Gefängnis. Würdest du sagen, dass in Deutschland der Konsum und der Handel mit Drogen zu hart geahndet wird? Ja, definitiv. Also, ob das jetzt nur legalisiert wird oder nicht, ist die eine Sache. Aber definitiv finde ich die Strafen viel zu hoch dafür. Und warum? Weil das nicht mehr vergleichbar ist mit anderen Taten. Man kriegt zum Beispiel deutlich weniger in der Regel, wenn man jemanden ohne Anwendung von Waffen oder größerer Gewalt vergewaltigt. Ach krass, man kriegt weniger Strafen, als wenn man Gras anbaut oder verkauft. Krass, oder? Das musst du überlegen. Finde den Umgang mit Alkohol viel zu fahrlässig und Gras ist halt auch nicht gesund. Psychosen EC. Daher Entkriminalisierung mit guter Präventivarbeit finde ich super. Kann ich auch sehr gut verstehen, Kalle. In dem Punkt hast du recht, dass viele Leute ihre Grenzen nicht kennen. Obwohl Alkohol oder Tabak oder whatever alles legal ist, konsumiere ja so gut wie nie irgendwas, auch von den legalen Substanzen. Manche Leute sind vielleicht anfälliger für Süchte und so. Und gerade bei solchen Menschen ist dann vielleicht auch natürlich das eine schwierige Situation, dass wir in Deutschland so leicht an Alkohol kommen und so weiter und so fort, ne, klar. Ja, also es gibt, glaube ich, nicht den richtigen Weg für alle. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Punkt, den man berücksichtigen muss. Für mich könnte jede Droge komplett legal sein. Ich würde mich trotzdem nicht abschießen. Man kriegt nicht unbedingt bedeutend mehr, wenn man jemanden umbringt, ne? Also wenn es nur... What? Bitte was? Ein Totschlag ist, dann... Wenn es nur ein Totschlag ist, Alter, was? Ist das ungefähr mit kann man da auch mal mit 7, 8, 9 Jahren davonkommen. Bei einem Mord hat man nach 15 Jahren die Chance, wieder freizukommen. Und das steht einfach meiner Meinung nach in keinem Verhältnis zum Drogenhandel. Alter Schwede. Also der Gesetzgeber, der sagt, die Strafen müssen dafür so hoch sein, weil man damit ja auch Menschen in eine Gesundheitsgefahr bringt, weil die Drogen ja so gefährlich sind. Ich bin der Meinung, Drogensucht ist das Problem jedes Einzelnen. Genauso wie ich aufpassen muss, dass ich nicht Alkoholiker werde oder dass ich meine Gesundheit nicht durchs Rauchen schädige, bin ich auch selber dafür verantwortlich, ob ich Drogen nehme oder nicht. Naja, ich sag mal so, wo es gerade schon zum Thema Totschlag und Rauchen geht, habe ich eine gute Überleitung. Wenn ich irgendwo im Restaurant sitze, draußen, und neben mir am Tisch sitzt jemand, der raucht, dann werde ich gerne mal zum Totschläger. Da muss man wirklich aufpassen. Denn das ist eine Sache, die feiere ich gar nicht. Wirklich, ich lasse jeden machen, was er will. Nehmt eure Drogen, sauft euch die Hucke voll, raucht euch 10 Packungen Zigaretten am Tag. Aber wenn ihr in einem Café sitzt, wo andere Menschen um euch rumsitzen, egal ob drinnen oder draußen, drinnen ist ja sowieso mittlerweile verboten, aber wenn ihr draußen in einem Café sitzt, was denkt ihr euch eigentlich dann zu rauchen? Das ist sowas von ekelhaft und respektlos. Boah, da könnte ich ausrasten, wirklich, da könnte ich ausrasten, weil das ist nicht mehr eure Entscheidung, sondern da belästigt ihr andere Menschen. Ich hasse das, wirklich, ich hasse das. Das Versteckspiel geht weiter. Wir fahren mit dem Dealer in eine von uns organisierte Wohnung. Wie und wo er wohnt, möchte er uns nämlich nicht zeigen. Und was würdest du sagen, wer... Die Leute mit Weed belästigen mich halt nicht, aber die Leute mit Zigaretten, die belästigen mich. Und das ist halt das, was mich nervt. Ich habe nichts gegen Raucher, solange die nicht neben mir einfach anfangen zu rauchen. Wenn ich esse, wie ekelhaft ist das? Ich bin schon der defensive Part. Ich gehe immer weg, wenn jemand neben mir raucht. Aber wenn ich am Essen bin, an meinem Tisch sitze, was soll ich dann machen? Soll ich dann meine ganzen Sachen packen, meinen Teller nehmen und irgendwo auf mich anzusitzen? Doch, das ist so zum Kotzen, Alter. Sind so deine Kunden? Kannst du das irgendwie einschätzen? Gerade jetzt, wenn du es übers Internet verkaufst? Ja, bevorzugt sind es natürlich erwachsene Leute, ne? Also ich würde mal so im Alter schätzen zwischen 30 und 60. Ach krass, das ist ja sogar echt relativ alt, ne? Weil halt ich auch aus der Vergangenheit gesehen habe, da war halt das Klientel meistens jung. Vielen fehlt dann auch die Weitsicht, dass sie sich dann, die setzen sich damit nicht richtig auseinander oder sie leben dann in einer Welt, die sie auch von Musik, die sie beeinflusst. Ne? Kommst du mit Menschen, die bekifft sind, gut klar? Macht es für dich keinen Unterschied? Ich komme mit Leuten gut klar. Ich komme mit bekifften Leuten besser klar als mit besoffenen Leuten. Aber wenn Leute zu bekifft sind und zu besoffen, dann gehe ich meistens irgendwo anders hin. Ne? Sowas habe ich bei erwachsenen Leuten, die wirklich im Leben stehen,
selten erlebt, dass sie so ein Verhalten, ne, dass sie dann nur noch dafür leben. So, ne? Ja. Und wie läuft so ein Bestellvorgang bei dir genau ab? Ja, du bekommst über deine App, über deinen Messenger, mit dem du dich unterhältst mit den Leuten, bekommst du eine Nachricht rein. Die fragen dann meistens, wenn es schon ein bekannter Kunde ist, fragen dann meistens das Menü an. Das schickst du denen dann rüber. Im Menü ist dann aufgeschrieben, was gerade da ist. Das Menü, geil. Das weiß ich auch noch nicht. Ich kenne mich ja nicht so krass mit der Szene aus. Flowers, Skittles, Gelato, Pink Kush, Lemon Haze. Dann gibt es verschiedene Haschsorten, Extrakte, Edibles. Mhm. Aha. Und es gibt nur Bitcoin als Zahlungsoption. Interessant. Interessant. Dann ist der Bestellvorgang bis dahin abgeschlossen, dann wird bezahlt, meistens über BTC. Also Bitcoins, Kryptowährung ist da ein großes Thema. Und dann geht es eigentlich hierhin, die Bezahlung auch durchgegangen ist und ich dann daran gehe, die Bestellung fertig zu machen. Worauf achtest du dann? Also du musst das Ganze ja per Post verschicken. Richtig. Muss man dann auf bestimmte Sachen achten, damit das irgendwie nicht rauskommt? Oder? Also ich werde es auch gleich sehen, es wird alles doppelt vakuumiert. Es ist halt natürlich, wie du schon sagst, wichtig, dass es nicht riecht und dass man auch keine Spuren hinterlässt. Mhm. Und auch von mir, ihr seht, deshalb habe ich Handschuhe an, weil meine Fingerabdrücke sollen dann nicht auf den verschiedenen Produkten dann auch am Ende sein. Man arbeitet ja auch noch mit dem Absender. Der Absender und der Empfänger. Der Empfänger muss natürlich echt sein, aber der Absender ist nicht echt. Da gibt es verschiedene Verfahren, die man anwenden kann, um das ein bisschen zu verschleiern. Genau, wir haben jetzt eine Bestellung, sagen wir jetzt mal einfach eine Box. Ne? Also eine Box hier hat immer ein Festgewicht, wie es auch vom Kelly oder so kennt, der hat halt so ein Pre-Pack immer 3,5 Gramm. So hat halt bei mir eine Box immer 5 Gramm. Also die Bestellung ist rein, wir haben eine Bestellung von einer Box. Das heißt, die Waage geht an. Ich bereite schon mal den Beutel vor. Der wird also einfach nur aufgelegt. Also das ist so ein Vakuumiergerät oder was? Erstmal nur versiegelt, also sprich, dass ich das Ding zumache. In der Zeit kann ich mir hier schon mal meine Ware angucken. Die habe ich natürlich vorher schon geprüft, habe sie mir mit der Lupe mal angeguckt, habe mir mal angeguckt, wie so die Konsistenz und alles mögliche, der Geruch. Gibt es verschiedene Kriterien, woran man das dann schauen kann. Also das meiste ist die Sache unter der Lupe. So kann man es für mich, finde ich. Ich finde diese Kinderbastelschere, finde ich immer das Allergeilste hier auf dem Tisch. Einfach wild. Muss man auch einfach wieder sagen, ganz, ganz große Props gehen raus an Tomatolix, dass er das einfach auf die Beine gestellt hat. Also wirklich ganz, ganz große Props gehen da raus. Also das haben wir jetzt schon kontrolliert. Es ist sauber. Und dann gehen wir an das Abwiegen. Auch einen sehr leckeren Strain. Das ist Pink Kush. Einen sehr leckeren Strain. Yummy. Auch beim Gewicht. Köstlich, schmöchtlich, saftig, knaftig. Gibt es wieder welche natürlich, die dich da verarschen. Aber dadurch, dass wir ja auch mit unserem Namen da stehen, also es ist ein Produkt, wo ich dann dahinter stehe, soll es auch alles stimmen. Ja. So, in der Zeit ist hier das erste Mal versiegelt. Das ist auch durch. Jetzt schneiden wir unseren Beutel für den Becher parat. So, dann ist es so, dann kommt das alles hier rein. So. So. Das ist ja dann so eine Frage, die vielleicht auch viele Leute interessiert. Ja. Wie viel Geld kann man verdienen so als Drogendealer? Ich habe mich ja spezialisiert aufs Internet. Und kommt nochmal darauf an, wie viele Bestellungen man bekommt. Es gibt Monate, da bekommt man viele Bestellungen, da geht das in die Tausende. Und es gibt Monate, dann bekommt man wenig, da hat man ein paar Hundert. So, ne, also. Ah, krass, okay. Es gibt also auch ein paar Monate, wo er wirklich weniger verdient als in einem, ich sag mal, schlecht bezahlten Job, wenn er nur ein paar Hundert im Monat verdient. Also ist es nicht immer rentabel. Ne? Also, liebe Kinder, was sagt ihr dazu? Keine Drogendealer werden, sondern macht eine Ausbildung. Beste. Ich kann noch nicht festlegen, dass man einen bestimmten Absatz oder sowas hat. Sowas kann man ungefähr schätzen, aber festlegen kann man sowas nicht. Dann haben wir jetzt die Box fertig, dann haben wir die zweite Tasche. Unsere Box kommt hier rein und dann geht es in die zweite Station. Also aus anderen Geschichten kenne ich halt auch, dass die Leute es teilweise einfach in die Versandtasche reingekippt haben. Und ich möchte halt meinen Kunden auch dann die gewisse Sicherheit geben, dass es auch alles safe ist. Wird nicht irgendwie mal bei der Post irgendwie das irgendwie kontrolliert? Also das kommt nicht raus? Nein, die dürfen das Paket nicht öffnen. Okay. Das ist Postgeheimnis und solange das Paket jetzt nicht anscheinend nach Drogen riecht oder aussieht oder sowas, dürfen die das Paket nicht öffnen. Das heißt, deine Sendungen sind bisher immer angekommen, oder? Es gibt noch keine, die nicht angekommen sind. Und jetzt? Jetzt sind wir soweit fertig. Gereinigt ist es, jetzt wird es nur noch in den Briefumschlag gehen. Oder in dein Paket oder wie du halt das auch machen willst, dann würde die ganzen Daten drauf kommen und dann geht's in den Paketshop. Ich möchte natürlich jetzt einem Drogendealer, der hier sich illegal mit kriminellen Machenschaften hier auseinandersetzt, möchte ich natürlich jetzt nicht hier irgendwelche Props geben, aber ich finde, also von der ganzen Doku her, würde ich sagen, er ist einer der
guten Drogendealer. Denn erstmal achtet er auf die Qualität für das Produkt, für die Kunden. Zweitens hat er gesagt, er handelt nur mit Weed und nicht mit synthetischen Drogen, weil er selber das einfach nicht dahinter steht und so. Also er steht hinter seinem Produkt und er versucht, eine gute Qualität zu bieten. Und er arbeitet dafür, dass es halt so privat zu Hause abgepackt wird und so relativ hygienisch und so. Dafür, dass es geraucht wird, das Zeug. Also ich sag mal so, wenn ich bei ihm Drogen kaufen würde, dann hätte ich ein gutes Gefühl. Aber mache ich natürlich nicht, Leute. Mach das nicht, Leute, mach's nicht. Das heißt, du musst schon an ziemlich viele Dinge denken, damit du möglichst sicher fährst, ne? Richtig. Ja, hast du denn irgendwie Angst davor, dass man dich irgendwie enttarnen könnte, dich erwischen könnte? Man weiß, was man verlieren kann. Und was meinst du, also was kann man verlieren? Das, was eigentlich am wertvollsten ist, deine Freiheit, ne? Deine Freiheit, wenn die weggenommen wird, dann hast du nicht mehr viel über dich zu entscheiden, ne? Wenn du nicht mehr frei in deiner Welt umherlaufen kannst, dann bringt ja auch dein Konsum nichts mehr. Und warum dealst du jetzt mit Drogen und suchst dir nicht irgendwie einen anderen Job? Ich habe schon viele Sachen angefangen und auch viele Sachen nicht zu Ende gebracht. Aber halt Cannabis ist eine Konstante, in der ich halt aufgehe. Ne? Das ist was mir liegt. Mir liegt es, mit Kunden zu mich zu unterhalten, mein Produkt zu verkaufen. Und ich glaube, das Ganze drumherum bin auch irgendwie ich. Ne? Also ich bin auch von Charakter her ein Verkäufer. Und ja, ob es jetzt Sneakers sind oder Weed, ne? Also für mich ist das Gleiche. Also kannst du dir aber nicht vorstellen, jetzt Sneakerverkäufer zu werden? Doch, nebenbei kann ich mir das vorstellen. Ne? Also ich könnte mir das sehr gut vorstellen, in einem legalen Verkauf von zum Beispiel Sneakers oder Skateboards oder was auch immer, ne, zu machen. Aber das Geld muss natürlich auch stimmen, ne? Ja. Ganz ehrlich, es war echt nicht leicht, mit dem Dealer zu drehen, weil der natürlich sehr vorsichtig war in dem, was er uns gezeigt hat. Aber das ist ja auch irgendwie verständlich, weil er setzt ja mit seinem Job seine Freiheit aufs Spiel. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, Einblicke in sein kriminelles Geschäft zu bekommen. Und ich finde, man hat auch ziemlich schnell gemerkt, dass er eben nicht so ein krasser Gangster ist, sondern mehr ein ganz normaler Typ, der halt Gras verkauft. Was denkt ihr über den Job? Also ich finde jetzt auch das, was er macht, nicht so schlimm, muss ich sagen. Also ich finde das, was der Dealer da macht, nicht so schlimm. Und wenn der jetzt, sagen wir mal, gepackt wird, und der kriegt irgendwie ein paar Jahre Freiheitsstrafe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich dafür kein Verständnis. Da hätte ich kein Verständnis für, weil der Junge, der gibt sich Mühe. Ist halt einfach das Problem, dass das Gras halt illegal ist. Das ist halt das Problem. Aber warum? Es macht halt irgendwie keinen Sinn. Es ist ja nichts Schlimmes daran. Die müssen ja nicht rauchen, die Kunden. Die können sie einfach sich ins Zimmer legen. Sieht doch schön aus. Ach, keine Ahnung. Ich finde auch, der Dealer, finde ich, der hat einen guten Eindruck gemacht. Aber man muss natürlich auch sagen, dass viele Drogendealer natürlich auch nicht so sind, sondern viele Drogendealer sind natürlich auch wenn die schon diese Schwelle überschritten haben, Kriminalität, dass dann vielleicht auch bestimmte Dinge dazukommen, whatever und so weiter und so fort. Und generell finde ich Drogendealer nicht nice, absolut nicht. Der hat einen ganz guten Eindruck gemacht, obwohl er ein Drogendealer ist, hat er einen ganz guten Eindruck gemacht. Aber ich finde generell, würde ich sagen allgemein, würde ich jetzt nicht sagen, dass Drogendealer irgendwie cool sind, sondern im Gegenteil. Das Problem ist halt folgendes. Ich finde es nicht schlimm, wenn die Leute Gras verkaufen, weil Gras halt nicht gefährlicher ist als Alkohol oder so, aber wir haben alle Gesetze, an die wir uns halten, ja, und es ist halt aktuell noch der Fall, dass Gras verkaufen oder der Handel mit illegalen Drogen, es ist einfach verboten und daran könnten sich Drogendealer eben genauso halten. Die könnten genauso einfach in den Laden gehen und sagen, ich möchte Verkäufer werden, sich irgendwo bewerben. Klar, du weißt nicht, was für eine Schulbildung er hat, du weißt nicht, ob er vielleicht in der Schule mega Probleme hatte, ob irgendwas im Elternhaus passiert ist, ob der vielleicht keine Ausbildung hat und deswegen nicht irgendwo genommen wird. Und so eine Selbstständigkeit mit Drogen ist natürlich dann einfacher, ein einfacherer Weg, um trotzdem gutes Geld zu verdienen. Aber trotzdem, wir haben alle Gesetze, an die wir uns halten und das ist halt unsere Rahmenbedingung für eine friedliche und vernünftige Gesellschaft so. Ich fände besser, wenn wir uns alle einfach versuchen, dafür einzusetzen, dass bestimmte Dinge in Zukunft vielleicht legal werden oder entkriminalisiert werden, wie zum Beispiel Cannabis oder sowas, anstatt dass man, solange es illegal ist, noch damit handelt. Ja, das ist halt der Punkt. Ja, das illegal zu machen, finde ich nicht gut. Okay, war aber ein nice Video von Tomalke, starkes Video.